Ich glaube, der Titel sagt schon genug, um wen es heute gehen soll und um worum. Nämlich Flash Let's Play. Den Typen, es fing alles damit an, dass ich ihn mal vor einem Jahr oder sowas knapp auf Instagram angeschrieben habe. Ja, und dann kam halt nichts an ihm, kam nichts an mir, ging eigentlich ziemlich... Also haben eigentlich nichts miteinander gemacht, haben kein Wort gewechselt oder sonst was. Dann hat er zu mir irgendwann auf das Kroatien-Video, also auf das Video, wo ich gefragt habe, wie ich die Kroatien-Vlogs machen soll, folgenden Kommentar geladen lassen, den er tatsächlich nachhinein, aber tatsächlich erst, ich habe den vor einer Woche oder so noch auf meinem Dings gefunden, das heißt, er hat ihn erst vor kurzem gelöscht, folgenden Kommentar abgegeben hat: Ich habe abgestimmt. Hoffentlich kennst du mich noch von Insta. XD. Wäre nice, wenn du bei mir auch ein Abo dalassen würdest und aktiv wärst. Weißt du, das ist schon so geil. Wenn dich mich im Grunde genommen gar nichts juckt, wenn ich dich gar nicht jucke, sondern du nur auf deine Abos aus bist, dann schreib's doch auch gleich und mach nicht an. Ich habe abgestimmt. Hoffentlich kennst du mich noch. Ah, wir sind ja super gute Freunde mal gewesen. Dann ging's weiter. Nämlich damit, dass er unter einem anderen Video von mir, schade für dich, hättest mehr Aufmerksamkeit verdient. Komisch, dass du nicht Hashtag Flash Push unter deines Video kommentiert hast. Sonst hätte ich ein Video über dich gemacht. Hättest du das Video mal zu Ende geschaut? Also Hashtag Flash Push ist so, wenn du den Hashtag schreibst und die Glocke anhast und dich abonniert hast und alle Videos schaust, likes und sonst irgendwas machst und 12 Schweine in der Sonne um 12 Uhr malst, während die Sonne im Zenit stehst und ihm die dann per Post zu senden ist innerhalb von 12 Minuten oder irgendwie sowas halt, dann macht er ein Video über dich und pusht dich. Wo ich sagen muss, weißt du, wenn 300 Abonnenten YouTube auf den Push macht, kommt klar, hat er mehr für mich und klar würde es wahrscheinlich auch für mich abotechnisch und klicktechnisch nach oben gehen. Aber weißt du, wenn ich wirklich gepusht werden möchte, dann mache ich das anders. Dann suche ich mir andere Wege dafür. Zumal ich glaube nicht, dass es ihm wirklich irgendwas daran liegt, dass er Freunde findet, mit denen er irgendwas machen kann oder sonst was. Sondern ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es ihm daran was daran liegt, dass er sagt, ich mache ein Video über euch, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr aktiv seid, dass er eigentlich im Grunde genommen Druckmittel hat, dass er für andere YouTuber ein Druckmittel hat, dass sie zwangsweise seine Videos gucken. Dann hat er vor ein paar Tagen, also ich glaube vor zwei, drei Tagen, auf Instagram eine Story released. Es gibt eine YouTube Studio App, das ist so für Creator, kann man sich downloaden, muss man sich anmelden, dann kann man halt direkt alle Stats, alle Analytics und so weiter und so fort sehen. Wo ich einfach sagen muss, weißt du, sorry, aber er hat dann einen Screenshot gepostet. Vielen Dank, obwohl es nicht so gut läuft in letzter Zeit. Und mir dann auch sagen, krass, er tut so, als so, macht einen auf. Ich bin so großzügig und bedanke mich bei euch. Und tut mir leid, ein Abonnenten-YouTuber, ein 10 Abonnenten-YouTuber, ein 100 Abonnenten-YouTuber, ein 12.000 Abonnenten-YouTuber, ein 3 Millionen Abonnenten-YouTuber. Alle haben ihrer Community verdammte Axt dankbar zu sein, weil sie alleine ohne ihre Community einfach nichts sind. Weil alleine ohne die Community sind sie Leute, die hinterm Rechner sitzen und ein Aufnahmeprogramm haben und im Zweifel noch ein Schneideprogramm. Das ist dann auch wieder alles. Mit einer Community sind sie irgendwas. Das ist einfach so, man muss seiner Community dankbar sein und mit seiner Community ist man nichts und das ist einfach Tatsache. Habe ich ihm halt so geschrieben, wo läuft besser als bei mir, also beschwer dich einfach mal nicht. Aber ich habe 315 Abonnenten. Dieser Unterschied ist zu krass. Ah, gut. Super. Das ist echt ein zu krasser Unterschied. So, dann gehen wir aber mal zu dem Punkt, der mich veranlasst hat, dieses Video zu machen, weil es mich echt hart abfuckt. Nämlich, ich schreibe, also er hat ein Edit als 300 Abo Special gemacht, was Eis heißt. Ich schreibe drunter, mir ist kalt. Einfach als Joke, wegen Eis. Verstanden? Ja, war scheiße. Ja, ich weiß, danke. Er antwortet, warum musst du disliken? Sag doch einfach, was dir nicht gefällt. Gleichzeitig wäre ich, warte mal, das war vor 19 Stunden. Ja gut, das kommt hin, das war irgendwie um 1 oder so. Dann werde ich um 2:30. By the way, ich habe das Video, meine ich, um 11 geguckt. Da war Tim noch auf TS. Das heißt, es war sicherlich nicht. Aber warte, ich erkläre es gleich. Er schreibt mich dann auf Instagram an. Warum dislikest du ohne Grund? Prinzipiell, ich dislike nicht ohne Grund. Immer wenn ich ein Dislike gebe, dann gebe ich einen Grund.
bei kleineren Abonnentenzahlen, sagen wir mal bis 1000 oder sowas, schreibe ich an und für sich immer noch einen Kommentar, wo ich sage, yo, eigentlich ein ganz nettes Video, aber das hat mich gestört. Bei größeren YouTubern, wo ich 10 Millionen Abo-YouTuber habe oder sowas, weiß ich, dass sie meinen Kommentar nicht sehen, dass sie einen Scheiß drauf geben, deshalb lasse ich es da auch sein. Aber bei, in der Größe hätte ich einen Kommentar geschrieben. Aber dazu, ich habe es geliked, ich fand sein Edit war ganz nett gemacht, es war klar, die Geschichte, dass er da 6 Stunden dran saß, kaufe ich ihm nicht ab, aber ist an und für sich war es ganz nett gemacht und dafür hat er sich auch ein Like verdient, meines Erachtens, auf das Video. Wo wir jetzt aber beim nächsten Mal werden, dann Y mit 10 aus, mit 10 Y. Mach doch nicht meine Motivation noch mehr kaputt. Mach es doch nicht meine Motivation noch mehr kaputt. Also Deutsch und Krieg an der Stelle. Wenn du mich nicht magst, dann entfolg mir und geh oder so. Das möchte ich nicht. Weißt du? Entfolg mir lieber, bevor du mir in den Video dislikest. Was ich halt immer noch nicht mache, aber ich kann euch gleich von mir aus auch einen Screenshot einblenden, wo man sieht, dass ich dieses scheiß Video geliked habe. Aber ganz ehrlich, wenn du so versessen darauf bist, dass ich dein Video gedisliked habe, kann ich dein Video disliken. Ich habe irgendwie auf YouTube 5 Accounts, kann ich dein Video auch mal von mir aus mit 5 Accounts disliken, wenn es dir wichtig ist, dass ich dein Video gedisliked habe. Ist für mich gar kein Problem. Auf jeden Fall, dann hat jemand anderes geantwortet, woher willst du wissen, ob er gedisliked hat? Weil ich jede 3 Minuten geguckt habe, wie viele Aufrufe und Likes es hat, da merkt man, dass er gar nicht auf so Zahlen achtet. Und als der Kommentar von ihm da war, habe ich ein Dislike mehr gesehen. Ganz kurz dazu, was ich gerade noch auf Instagram vergessen hatte vorzulesen, tut mir leid. Ich habe geschrieben, wieder was gelernt, wusste gar nicht, dass ich gedisliked habe. Irgendwie warst du es schon. Ich gucke jede Sekunde nach, was abgeht im Video und dann kam dein Kommentar mit einem Dislike. Jo, mein Kommentar kam mit einem Dislike, das ist so tatsächlich, das war jetzt gerade so ein 2-in-1 Rabatt-Kombo, weißt du, dass so ein Kommentar und ein Dislike gratis dann halt. Auf jeden Fall, der Typ schreibt, ja und, es kann trotzdem jemand anderes sein. Nein. Weißt du, das Video hat jetzt 80 Klicks und 5 Dislikes. Nee, ich bin der Einzige, der gedisliked haben kann. Das hast du gut erkannt. Dann schreibt er doch. Weißt du, dann habe ich ihm gesagt, lass es. Er wird, ich werde ihm dazu noch was sagen. Er wird die Quittung bekommen, die er in die Form des Videos bekommt. Und dann der Grund. Also, ich hatte ohnehin schon vor, ein Video zu machen. Aber der Punkt, wo ich jetzt wirklich gesagt habe, ist fucked up. Er hat geantwortet. Gamer voll. Sorry, dass ich weiß, dass du mich innerlich hasst und deswegen dislike. Ganz ehrlich, Leute, die ich innerlich hasse, den teile ich jetzt anders mit. Die beleidige ich, da mache ich sonst was mit denen. Wenn ich jemanden innerlich hasse, dann dislike ich nicht sein Video. Das ist einfach sowas. Die Junge, wenn ich jemanden innerlich hasse, dann dislike ich nicht sein Video. Das hat keinen Sinn, das bringt dir nichts. Aber weißt du, auch so dieses... Selbst wenn er regt sich auf über einen Dislike, den ich ihm angeblich gegeben haben soll, was ich halt nicht mal gemacht habe. Und, also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort kennt, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Genau das macht er gerade. Weißt du, weil ich ihn innerlich hasse, das hat er durchschaut. Ja, ich bin so leicht zu durchschauen. Und da merkt man sofort, dass ich ihn innerlich einfach nur hasse. Ey, also tut mir leid, jetzt mal for real. Also aus der Sache, er hat folgenden Kommentar angepinnt. Hey Leute, es würde mich freuen, wenn ihr diesem Video ein Like geben würdet und es vielleicht mit euren Freunden teilt. Mühe steckt drinnen und viel Liebe. Weißt du, nenn ich doch gleich Bibi Let's Play oder sowas. Auch so Sachen auf Instagram. Macht ein Foto von seinen Abonnenten. Schaffen wir heute noch die, keine Ahnung, dann 5 Abonnenten mehr, schaffen wir heute noch die 335,31341273 Abonnenten, whatever you know what I mean. Oder auch so, schaffen wir noch mehr Likes und so weiter. Ganz ehrlich, man merkt einfach A, dass er es ziemlich krass für die Abos macht. Und B, was ich eigentlich fast schon, interessanter finde, ist, dass er sich über Dislikes aufregt und dann random Leute beschuldigt, dass sie das Ganze gedisliked haben. Junge, wenn du es bis zum Ende geschaut hast, dann schreib mich einfach mal ganz kurz bitte auf Instagram an, dann können wir das erklären oder komm auf den TS, nurkriegsbruder.de für den Moment noch. Ich weiß nicht, ob morgen immer noch die IP gleich ist. Wie gesagt, ich finde es einfach sad. Sag mal ganz ehrlich, was ist falsch mit dir? Ich verstehe es nicht, aber ich hoffe, dass ich es nicht verstehen muss, weil das ist einfach nur zu wild.
Schreib mich auf Instagram an, kommentier das Video, mach was du möchtest. Ich wollte das einfach mal ganz kurz loswerden, weil es mich ultra abgefuckt hat. Ich wünsche dir noch einen recht schönen Tag.